künstlerisch auseinandergesetzt. Du bist Künstlerin und hast gesagt, du malst das Plakat zum International Year of the Reef, ne? Ja, das ist richtig, wobei das Plakat schon ein bisschen früher entstanden ist, auf eine Initiative vom Fachmagazin Divemaster hin. Und die Vorgabe war einfach, und das war das Schöne daran, ich sollte mich mit einem idealen Korallenriff auseinandersetzen. Und das ist natürlich insofern schön, ich musste kein Korallensterben oder irgendwas darstellen, sondern, ja genau, hier sieht man es, sondern das ist eigentlich so ein Korallenriff, wie man sich es vorstellt, wie man es sehen möchte, wenn man unter Wasser geht. Mit allen Tieren, die an der richtigen Stelle dann auch sind, ökologisch, also eher diejenigen, die tiefer sind oder die höher sind. Und es war eine große Herausforderung, das überhaupt zu gestalten, zu sehen, wie sieht so ein ideales Riff überhaupt aus, wie setzt man das grafisch um. Auch die teilweise Überwasserbereiche dann mit so einer leichten Lagune. Und welche Tiere nimmt man überhaupt? Das war natürlich auch eine Herausforderung. Das glaube ich. Wie lange hast du recherchiert, um das alles so hinzubekommen und das Wissen auch überhaupt aufzubauen? Oder wusstest du das alles schon? Naja, also vom Wissen her ist es so, ich habe ja sehr viel mit Illustration, Grafik und auch im Verlagsbereich zu tun. Wir haben schon einige Bestimmungsbücher auch gemacht, sodass ich also nicht ganz unbedarft war. Aber trotz allem, ich bin keine Biologin, ich musste mich reinarbeiten in das Ganze. Und die Vorarbeit war eigentlich das meiste an der Arbeit. Also wenn man dann mal weiß, wo man was hinsetzt, wo welche Tiere hinkommen, alles vorbereitet ist, dann geht es dann relativ zügig. Aber letztendlich, es hat über ein halbes Jahr gedauert, mindestens bis dann alles so fertig war. Also das heißt, du hast über ein halbes Jahr an dem Bild gearbeitet? Ja, richtig. Boah. Zwischendrin habe ich dann auch immer Biologen wieder gefragt, stimmt es noch, ist alles in Ordnung und die Redundanz und ja, so ist dann das fertige Bild geworden. Sehr, sehr schön und leitet einfach auch das International Year of the Reef ein, macht auch vor allem Lust darauf, wie das Ganze unter Wasser aussehen könnte, finde ich. Vielen Dank, dass ihr da wart, ich freue mich sehr. Ganz wichtige Arbeit und ich finde, da müssen ganz viele tolle Aktionen noch kommen, damit man das auch wirklich publik macht, dass da wirklich auch was getan wird und dass wir alle was dran tun können. Ganz, ganz kräftigen Applaus zum Thema International Year of the Reef. Einmal Stefanie Nagelschmidt, Frederik Cadera und natürlich auch Stefan Molzio. Vielen Dank, dass ihr da wart. Thank you.